Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, wenn wir gemeinsam auf die Uhr schauen, sehen wir, es ist 19 Uhr. Und das heißt, sie startet, oh, Sie wissen das, unsere, ihre 10-Euro-Überraschungsshow. Und das heißt, wieder mal die nächste halbe Stunde sind alle Produkte, die hier zu uns kommen, für Sie, nur für diese Sendung, auf 10 Euro herunter reduziert. Das heißt aber auch immer schnell sein, denn wir haben nur ein begrenztes Kontingent. Was hättest du heute gerne in der Sendung? Oh, ich bin offen. Was Praktisches. Ich hoffe, Sie sind auch offen, denn die Einzige, die weiß, was kommt, ist Diana, und die holen wir jetzt. Hi. Ich hätte mal richtig Lust auf so ein tolles Frühlingsprodukt. Dankeschön. Ja, weil ich mich so Dankeschön. Ein bisschen auf den Frühling freue. Ah, bist du schon in eine Stimmung gekommen. Aber die Vögel zwitschern mittlerweile schon wieder ganz anders. Also, ne? Bei mir geht es so schon wieder richtig rund. Du weißt ja, mein Hof, also da geht es richtig rund. Ja, du siehst das, jetzt kommt auch der Specht wieder. Ja. Ach ja. Also das sind schon die ersten Frühlingsboten. Wer weiß aber nicht, dass uns der Winter noch mal erwischt. Aber dann haben wir hier das perfekte Geduldsspiel. Das ist nämlich eine Sportart mittlerweile. Und zwar ein Lockpicking-Set. Und mit einem Lockpicking-Set kann man Schlösser oder üben, Schlösser ohne Schlüssel zu öffnen. Warte mal, gib mal her. Das ist jetzt das vierte Mal, dass ihr heute werft und nicht gefangen wird. Jetzt üben wir das einmal mit dem Werfen. Einmal werfen, einmal fangen. So lange, bis es klappt. Ja. Ich bin so stolz auf euch. So, jetzt sind wir aber zurück beim Produkt. Es ist ein 17-teiliger Dietrich-Tasche. Also da haben wir 3 Spanner und 12 Dietriche drin. Und für verschiedene Schlossarten 2 Extraktoren. Das könnte auch wichtig sein, wenn man einen Schlüssel abbricht. Aber vor allem auch ein Übungsschloss. Und ich weiß, Diana entwickelt da unglaublichen Ehrgeiz. Und das werden Sie auch merken. Ein Schloss ohne Schlüssel zu öffnen. Da gibt es übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, mittlerweile deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Ich möchte mich dort auch anmelden. Ja, da musst du dich anmelden. Jetzt schauen wir mal. Ich guck mal, haben wir eine Zeit, die wir mitlaufen lassen könnten? Gucken wir mal, ob wir eine Stoppuhr. Du müsstest eigentlich nicht nur einen Dietrich, sondern auch einen Spanner für die Drehrichtung mitnehmen. Ja, Moment. Aber schön ist bei dem Übungsschloss, man sieht auch, was passiert. Das ist transparent. Moment. So. Haben Sie die zwei schon mal so ruhig gesehen in der Sendung? Die sind beschäftigt. Genießen wir die Ruhe. So, ihr habt ein bisschen Vorsprung. Jetzt läuft die Stoppuhr. Ich sage auf die Plätze, fertig. Los, da läuft sie. Und wir schauen mal. Und ich lese Ihnen noch ein paar Kundenzuschriften vor. Rüdiger aus Ochsenhausen schreibt, gut als Einsteigerset für Lockpicking-Anfänger geeignet. Und der Kenneth aus Wurstendorf, um einmal zu sehen, wie so etwas überhaupt funktioniert, ist dieses Übungsset spitze. Ihr dürft alles benutzen, was im Set dabei ist. Also Spanner ist für die Drehrichtung und Dietrich, um die Mechanik zu überlisten. Und wenn man dann das Übungsschloss mal im Griff hat, dann kann man auch an andere Schlösser gehen. Und dann wird es zur richtigen Sportart für die ganze Familie. Oh, jetzt nicht auf die Zunge beißen, Diana. Nicht auf die Zunge beißen. Oh, Moment, dieses Mal irgendwie... Das letzte Mal ging es keine 15 Sekunden. Ja, das ist bei mir auch so, mal so. Ne? Aber gibt es da einen Trick? Ja, aber warte mal. Du musst mal schauen, da werden ja verschiedene passende Werkzeug muss sein. Verschiedene Federn, die man gleichzeitig drücken muss, und dann dreht sich das Schloss. Das System ist ja eigentlich bei fast allen Schlössern gleich. Probieren Sie es auch mal aus. Leider nicht geschafft heute. Oh, die Bestellnummer ist die NX5824 und die 569. Und das ist wirklich ein Geduldsspiel für die ganze Familie. Mittlerweile ein anerkannter Sport mit wirklich deutschen Europa- und Weltmeisterschaften. Jetzt hatte ich dir Ehrgeiz gepackt, Rebecca. Jetzt gepickt im Lockpicking-Set. Jetzt wird es dir entrissen. Sie zu Hause können da gern mal einen Familienmittag machen. Nehmen Sie mal so ein kleines Schloss, was man zum Beispiel auch im Keller hat. Ja, wenn dann das Übungsschloss geknackt wurde. Und dann probieren Sie es aus. Es ist ein Heidenspaß für die ganze Familie. Es gibt auch lange Gesichter, wenn es jemand nicht schafft. Aber Übung macht auch hier den Meister. Ja, hat ich jetzt gefuchst, oder? Ja, ich hätte jetzt gerne weitergemacht. Können wir nach der Sendung noch machen. Ich muss es nicht kaufen. So, Lockpicking-Set war schon mal ein Highlight, vor allem für 10 Euro. Jetzt geht's weiter. Ach, da bräuchte ich überhaupt keinen Zettel, weil ich ein riesen Fan von dieser Taschenlampe bin und ich sie auch zweifach habe. Das ist für mich wirklich die beste Taschenlampe in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt. Weißt du warum? Also erstens mal, sie ist aus Vollmetall. Man kennt normalerweise in dieser Preisklasse eigentlich nur Kunststoff.
ja, also wo dann aus Plastik ist, was irgendwann mal auseinanderfällt. Dann ist es fokussierbar. Leuchtweite, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis zu 200 Metern. Also wenn man es hier auf den Punkt setzt und wenn man es großflächig macht, richtig, hat man eine unglaubliche Helligkeit. Richtig. Des Weiteren muss ich hier keine Batterien nachkaufen. Das Ganze ist akkubetrieben. Also auch hier kein Problem. Einfach wie ein Handy ans Ladekabel hängen, wenn du zu Hause bist. Dann hast du immer genug Strom. Und jetzt bleiben wir noch mal beim Handy. Du hast sogar eine kleine Powerbank für Notstrom für Mobilgeräte mit eingebaut. Richtig. Das Ganze ist auch noch spritzwassergeschützt, also ideal für unterwegs draußen vor allen Dingen auch. Mal durch den Regen laufen oder so ist damit gar kein Problem. Super hell. Mir wird es gerade auch ins Gesicht geleuchtet. Ja, bitte nicht reinschauen, dann siehst du nämlich erstmal nur schwarze Punkte. Also ich glaube, man kann es erahnen, wenn ich jetzt hier auf dem Teppich bin. Jetzt bin ich punktgenau, ja, und damit habe ich eine Leuchtweite von 200 Metern. Sie sehen hier den Punkt. Jetzt kann ich das aber ganz einfach großflächig machen. Mhm. Und jetzt habe ich eine große Beleuchtung. Jetzt brauchen wir gar keine Scheinwerfer mehr. Diana ist so ausgeleuchtet, nur von meiner Taschenlampe jetzt. Sie sehen das von der, in dem Fall, linken Seite her. Unglaublich hell. Ja. Super hell. Ich leuchte mal nach hinten mit dem Strahl. Ich will mal die 200 Meter testen. Was, nach? Wo hinten? Nach hinten. Ja, da hinten. Guck mal, da. Schau mal. Guck mal, bis Regie. Wow. Das sind jetzt nur 40 oder 50 Meter, aber man sieht, wir sind da lang nicht im Ende. Wir haben ganz weit da hinten ist unser Regieraum. Und im Regieraum sehe ich jetzt gerade den Spiegel. Siehst du den auch? Ja, wird das stimmt. Siehst du, der Spiegel, genau. Also Leuchtkraft wirklich enorm. Ja? Die Augen tun Ihnen weh, haben Sie gesagt. Es ist wirklich enorm. Also hier, unsere Kamera wird blind. Da sehen Sie mal, wie leuchtstark das ist. Da sehen Sie es. Also ich bin Fan dieser Taschenlampe, weil sie eben so unglaublich leuchtstark ist und diese Vorteile hat. Unter anderem, ich stehe auf Akkutaschenlampen, weil wie ist es so, wenn man mal eine Taschenlampe braucht, dann ist die Batterie leer, man hat zufällig keine drin. Hier brauchen Sie keine Batterien, immer wieder aufladbar. Eine eloxierte Oberfläche nennt sich das. Aha, okay. Mhm. Auf jeden Fall in einem schicken Schwarz, sehr schön, liegt ja auch in der Hand, so wie ich das sehe bei euch. Ne? Und Sie haben eine riesen Reichweite, das ist genial. Und so eine Taschenlampe braucht man vielleicht jetzt nicht unbedingt immer, aber eine Powerbank braucht man immer und sollte man mit dabei haben. Mhm. Also dafür ist das auch total super. So ein 2-in-1-Gerät. Ich liebe Geräte, die 2-in-1 vereinen und vor allem das Zweier-Set. Was, bitte? Kommt zu Ihnen nach Hause. Ja, das habe ich bis das jetzt verheimlicht. Ich jetzt gar nicht. Doch ein Zweier-Set für 10 Euro. Und sehen Sie, die einzelne Lampe, die kostet schon mehr als 10 Euro. Aber Sie bekommen das Zweier-Set für 10 Euro. Wahnsinn, das ist ein richtig tolles Ersparnis. Also so eine richtig gute Taschenlampe für 10 Euro, die nehmen Sie jetzt einfach mit der Bestellnummer ZX1875 und der 569, beziehungsweise, ich muss mich nochmal korrigieren, nicht so eine Taschenlampe, sondern so zwei Taschenlampen. Und ich habe ja eine, ich habe zwei davon. Wow. Eine habe ich bei mir im Handschuhfach. Und das Schöne ist, wenn du die mal gebraucht hast, kannst du ja während der Fahrt am Zigarettenanzünder wieder mit dem nötigen Kabel wieder aufladen. Also auch das problemlos. Dann ist die immer voll. Eben, genau. Und du musst eben keine Batterien nachkaufen. Aber zwei dieser Taschenlampen, das kann ich jetzt immer noch nicht so ganz glauben, aber es wird wohl stimmen. So, jetzt bin ich gespannt. Erklär Werkzeug. Mir bitte dieses Werkzeug? Ja. Nee, dieses Werkzeug, Zubehör. Ah, was haben wir? Ein Metallkasten. Ah, das sind Bohreraufsätze, oder? Ja, auch, aber was ganz Wichtiges, braucht man gar nicht so häufig, aber wenn man es mal braucht, kann man ein Heidengeld dafür ausgeben. Und zwar sind es Bohrer und vorne dran, also Metallbohrer oder Kunststoffbohrer. Und das vorne dran sind Gewindebohrer oder Gewindeschneider, sagt man auch. Du kannst jetzt also Gewinde schneiden, und zwar in allen gängigen Größen. Der Bohrer zu jedem Gewinde ist immer um eine Nummer kleiner. Das bohrst du vor. Und das hier ist ganz einfach, weil zum Schneiden, das soll man nicht mit dem Akkuschrauber machen, weil du da nicht das Gefühl hast, da würdest du Gewinde gleich kaputt machen. Und deshalb ist dieser Hebel, den du gerade hattest, den setzt du an am Gewindeschneider und dann drehst du das Gewinde in Metall oder in Kunststoff. Kann auch mal sein, wenn man neues Gewinde machen muss, weil eins kaputt ist. Also ich sage, so oft braucht man dieses Werkzeug nicht. Aber wenn man es mal braucht, ist es Gold wert. Ja? Und ich glaube, jeder, der mal versucht hat, ein Gewinde selber zu schneiden oder zu drehen, weiß, wie man da verzweifeln kann und wie lange man sucht, bis man das richtige Werkzeug hat. Hier eine tolle Erweiterung für alle, die handwerklich ein bisschen begeistert sind.
Also ich bin schon begeistert von dieser Aufmachungsart mal wieder, ne? Da freust du dich doch, oder? Wenn du dann mal den einen Tag hast, wo du genau diese Gewindeschrauber brauchst, wenn du dann weißt, ha, ich habe ja hier mein Schnäppchen geschlagen für 10 Euro und dann klappst du das so auf und denkst du so, oh herrlich, auf den ersten Blick. Damit haben wir ein Flugzeug repariert. Ist jetzt kein Scherz. Mein Vermieter, Diana, ist schon mitgeflogen. Der Vito hat ein Flugzeug. Damit, und da war, ja, und da war ein Gewinde kaputt. Die Schraube von der Abdeckung hat nicht mehr gehalten. Und dann haben wir mit diesem Set ein etwas größeres, eine halbe Nummer größer, Gewinde geschnitten. Und dann hält wieder alles. Und du siehst, Diana ist heil wieder angekommen. Ja. Es hat also funktioniert. Was ein Glück. Wirklich schön. Das wäre schon echt dramatisch gewesen, wenn die Diana nicht zurückgekommen wäre. Das stimmt. Gut, dass ihr das richtige Werkzeug hattet. Ja, also tolle Erweiterung für Ihren Werkzeugkasten. Und bitte Gewinde nicht mit der Bohrmaschine oder mit dem Akkuschrauber schneiden, sondern das wirklich von Hand machen. Aber jeder, der es mal probiert hat, weiß, warum. Na gut, immer gut zur Hand zu haben. Ne? Je vollständiger die Werkstatt ist, desto spaßiger macht das. Weißt du, das musst du dann auch nirgends ausleihen. Das ist ja auch so Werkzeug, das hat der Nachbar nicht, ja? Dann kannst du nicht zum Nachbarn gehen, hast du mir mal einen 8er Gewindeschneider. Aber jetzt haben wir den Preisalarm. Und das heißt, hier kommt ein extrem reduziertes Produkt, welches wir trotzdem auf 10 Euro herunter reduziert haben. Mit der Eingrenzung maximal ein Stück pro Besteller. Und das ist natürlich was Tolles. Wow. Das ist eine riesengroße Funkuhr, oder? Ja, eine Funkuhr ist richtig. Das schon mal total super für 10 Euro. Aber dann jetzt noch mit diesem XXL-LCD-Display. Wirklich von überall aus zu sehen, zu lesen und wunderbar die Uhrzeit zu erkennen. Auch mal mit diesem einhuschenden Blick, wo du mal plötzlich morgens denkst, so, ist ja schon so spät, jetzt muss ich ja doch schon Jacke anziehen und raus. Das ist die Uhr, wo man wirklich nicht mehr zu spät kommt, weil man die so schön klar auf die Sekunde ablesen kann. Sehe ich rechts unten noch die Zimmertemperatur? Ist da auch ein Thermometer drin? Richtig. Wunderbar. Also man kann es hinstellen. Ich habe es jetzt hier vor unseren Buzzer gestellt. Man kann es aber auch an die Wand hängen. Das ist ja wirklich auch ohne Brille von mir. Ich bin Brillenträger, Sie wissen das. Ohne Brille ablesbar. Das ist einfach toll. Ja. Ist einfach stylisch. Ja, echt. Auch das kann ich noch lesen ohne Brille. Aber wenn es ein bisschen kleiner wird, wird es problematisch. Versuch mal ohne. Ja. Ja. Deutlich zu lesen. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Selbst die Temperatur erkenne ich noch. Ja? Mhm. Also wirklich toll. Und top modern. Ich kann mir das auch wirklich vorstellen in einem modern eingerichteten Wohnzimmer, ja? Oder in der Küche, wo du das einfach an die Wand machst als Uhr. Ich brauche ja in jedem meiner Räume, meiner Wohnräume, brauche ich eine Uhr. Und ich habe auch überall eine. Es gibt bei mir kein Zimmer ohne Uhr. Deshalb das du bist so punktuell. Ich versuche auch immer pünktlich zu sein. Ich muss das von dir lernen. Ne? Ja, eben, Pünktlichkeit. Du, das habe ich als Kind schon gesagt gekriegt. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. Ja. Und was mein Vater immer gesagt hat, wenn du irgendwo pünktlich kommst, bist du schon zu spät. 5 Minuten vor der Zeit. Richtig. Das ist deutsche Pünktlichkeit. Das ist es. So, ja. Das ist alte Schule. Aber die Funkuhr hilft dabei, mit Sicherheit, ja. In Zukunft pünktlich sein. Aber dann zählt die Ausrede nicht, oh, ich glaube, meine Uhr geht vor oder nach. Mhm. Ja, deshalb bin ich zu spät. Mit einer Funkuhr. Das ist meine Ausrede normalerweise. Erst recht nicht zur Umstellung von Winter auf Sommerzeit, die ja bald ansteht. Diana, wir haben erst kürzlich drüber gesprochen. Wohin muss ich die Uhr drehen zum Frühling? Ah, vor, das ist, wenn wir machen Möbel nach vorne zur Terrasse und dann hinten, wenn du nimmst das zurück im Winter. Letztes Wochenende im März wird von Samstag auf Sonntag die Uhr von 2 auf 3 vorgestellt. Letzte Wochenende? Letzter Samstag im März oder Sonntagmorgen und letztes Oktoberwochenende geht die Gartenmöbel wieder rein, also Uhr zurück. Aber das brauchst du gar nicht merken, die Uhr macht das selbstständig. Richtig. Wir schauen mal kurz auf pearl.de, auf den regulären Preis. Der reguläre Preis liegt bei 23 Euro. Auch hier wieder haben wir über die Hälfte runtergenommen vom Preis für Sie. Mhm. Die Bestellnummer ist die NC7422 und die 569. Wie gesagt, ums Umstellen brauchen Sie sich gar keine Gedanken mehr machen. Das heißt nicht auf eine wackelige Leiter klettern, um da irgendwie die Uhr noch zu verstellen. Wenn Sie Pech haben, haben Sie die falsch verstellt. Nee,
Das passiert hier ganz von alleine durch dieses Funksignal. Sieht super stylisch aus. Und wichtig ist auch die LCD-Technologie. Mhm. Die braucht so gut wie keinen Strom, das kann man wirklich sagen. Also ich würde hier mutmaßen, ist ja batteriebetrieben. Richtig. Eine oder zwei Doppel-A-Batterien. Zwei. Ja, zwei, okay. Aber dass die 2-3 Jahre halten, ohne dass du sie wechseln musst, weil eben diese LCD-Technologie fast keinen Strom braucht. Genau, 2 AAA-Batterien, die bitte noch mit dazu bestellen. Kriegen Sie bei uns im Sortiment aber auch sehr günstig. Nochmal die Bestellnummer ist die NC7422 und die 569 für diese kompakte Funkuhr mit dem XXL-Display. Das sieht einfach topmodern aus und für 10 Euro. Nur dran denken, es war unser Preisalarm, maximal eine dieser Uhren pro Besteller. Wäre aber auch mal eine schöne Geschenkidee an die Leute, die nicht immer so ganz pünktlich sind. Ich will nicht bügeln. Der Kleiderbügel, das sehen Sie nicht, Indianas Bluse. Bügeleisen oder so. Hätten Sie jetzt sehen sollen, war interessant, doch. Nein, du musst nicht bügeln. Ich muss nicht bügeln. Nein, das ist, dass du nicht bügeln musst. Jetzt ist der Kleiderbügel kaputt gegangen, aber die Bügelpuppe, die ist noch ganz. Das ist nämlich eine Reisebügelpuppe, an die man ganz einfach einen Haartrockner anschließt. Aha. Und dadurch, also, da ist es ja schon gemacht, Kabel haben wir auch schon drin. Wunderbar. Ja, wunderbar. Und jetzt wird das aufgepustet praktisch und erstens mal geglättet und dann auch noch gebügelt. Und getrocknet, wenn es noch ein bisschen feucht ist. Auch genial. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, das Prinzip wird trotzdem klar. Also ich finde das genial. Also das wäre wirklich genial, wenn das jetzt funktioniert. Mit einem herkömmlichen Haartrockner. Den tust du einfach ran. Genau, schalten mal ein. Ach so, unten ja, auf Kaltluft in dem Fall. Du kannst es aber auch auf Warmluft. Ja. Und jetzt siehst du schon, was passiert. Ah! Isolde aus Wien schreibt uns, sehr glatt wird die Bluse, wenn sie leicht angefeuchtet ist. Aber auch meine trockene Bluse ist schön glatt geworden. Johanna aus Bad Bellingen schreibt, lässt sich prima ein Hemd oder eine Bluse, die noch schnell gewaschen wurde, trocknen und gleichzeitig bügeln. Dafür muss man keine extra Zeit aufwenden. Bitte das Hemd zumachen, ja? Dann wird es auch überall glatt. Ja, normal schon, bevor du es aufmachst. Aber ich glaube, das Prinzip ist jetzt klar. Ja, das füllt ja auch das ganze Hemd aus, ne? Also das ist ja super. Wenn du mal bei einer Reinigung warst und hast zufällig nach hinten in die Werkstatt eine offene Tür gehabt, da siehst du auch solche Bügelpuppen, natürlich Industriebügelpuppen dann, ja? Aber die arbeiten ja auch so. Genial. Guck mal, wie stramm der ist hier. Ja. Richtige Muckis hat der. Ein strammer Bursche hier. Ich glaube, das ist auch, wenn Hemd wird nass, das wird er auch schneller trocken. Auch hier habe ich, hab ich übrigens noch einen Tipp von Madonna, einer Zeitschrift. Empfehlung der Redaktion, noch nie war Trocknen und Bügeln der Kleidung so schnell und bequem. Also das finde ich klasse, nicht nur für die Reise, vielleicht auch mal für kleine Bügelarbeiten zu Hause. Die Bestellnummer, die NX7733 und die 569. Aber gerade, wenn du mal unterwegs bist, auch nur zum Wochenendtrip, und dann versaust du dir die Bluse, die du eigentlich, oder das Hemd, das du eigentlich anziehen wolltest. Kurze Handwäsche ist okay, aber das wird ja nicht mehr trocken und gebügelt. Mit dieser Bügelpuppe, glaube ich, unproblematisch. Und ich weiß ja, aus berufener Quelle, du bügelst ja sowieso nicht gern, oder? Also das perfekte Produkt für dich. Wirklich perfekt, so einfach. Und guck mal, also da bleibt ja wirklich schon allein beim Aufpusten keine Falte. Wenn du das jetzt auch noch so schön glatt getrocknet kriegst mit dem Haartrockner, wirklich super. Genial. Aber ich bin mir sicher, es geht auch noch genial weiter mit dem nächsten Produkt. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt wird es hell, meine ich. Und zwar richtig hell. Jetzt haben wir UFOs. Oh. Also ich sage immer UFO dazu, aber das sind Leucht-UFOs, oder? Wow, cool. Guck mal, ich habe noch eine Fernbedienung für dich. Rundleuchte ist wohl der offizielle Begriff. Mhm. Und das ist eine mobile Leuchte mit High-Power-LEDs. High-Power lässt eine krasse Helligkeit vermuten. Ja. Und die können Sie super bequem einfach anbringen, ohne Steckdose und ohne Elektroinstallation. Also ich habe es jetzt auch mal original verpackt, finde ich auch interessant, dass man mal sieht, wie das zu Ihnen kommt. Und trotzdem funktioniert sie, moderner Alu-Design, das sehen wir. Ja, und hier ganz einfach, die hat einen Durchmesser von 13 cm, dort anbringen, wo es leuchten soll. Und jetzt können Sie den äußeren Kranz leuchten lassen. Innen sind nochmal 3 High-Power-LEDs, da bist du punktuell. Oder nur den inneren Kranz, wenn du nur auf einem Punkt haben willst.
Und das Ganze ist ganz diskret an der Lampe selbst zu schalten, aber auch über die Fernbedienung. Genau, die Fernbedienung hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern. Also da haben Sie ordentliche Entfernung, die Sie überbrücken können. Und von der Anbringung her können Sie entscheiden, ob Sie das zum Beispiel als Wand- und Deckenleuchte anbringen mit zwei Aufhängern, die damit integriert sind. Oder Sie klemmen das einfach an eine magnetische Fläche, an eine Metallfläche. Da ist stimmt, auch ein Haltemagnet. Haltemagnet für Metallflächen. Und dann hält es von ganz alleine. Also ich finde so Beleuchtungs-, unabhängige, so flexible Beleuchtungselemente immer ganz wichtig, je nach Gegebenheiten, wo man das braucht. Ich könnte mir sowas übrigens vorstellen. Viele haben zum Beispiel den Müll in Unterständen. Oftmals sind da Metallträger. Ja, da machst du die Lampe dran, weil wenn man mal im Dunkeln Müll rausgebracht hat, weiß man, dass alle Mülleimer gleich aussehen. Du kannst die blaue nicht mehr von der gelben oder von der grauen oder der braunen unterscheiden. Und dann ist so ein Licht natürlich sehr hilfreich. Da bräuchtest du, glaube ich, nicht mal eine Fernbedienung. Da machst du es direkt an. Oder wo ich auch dran denke, Hochschränke in der Küche, wenn du unten drunter die Arbeitsfläche hast, ist meistens nicht optimal ausgeleuchtet. Jetzt gibt es Beleuchtungssysteme, weiß ich, kann man überall kaufen, 300-400 €. Ich glaube, 10 Euro ist die günstigere Variante. Super günstig. Oder anderes Beispiel von Heinz B. aus Pfinztal hat geschrieben, Anbauten auf meinem Grundstück, die als Lagerraum dienen und selten benutzt werden. Hier leistet die Leuchte mit Fernbedienung die erforderlichen Dienste. Oder zum Beispiel Adrian H. aus Hünstetten, ich habe es im Wohnmobil als Zusatzbeleuchtung. Also wunderbar vielfältige Anwendungsgebiete, da sehen wir das mal. Super speziell gemacht, aber auch total modern mit diesem Alu-Look. Also wirklich viele, viele Anwendungsgebiete. Aufs Wohnwagen wäre ich jetzt auch nicht gekommen, aber jetzt, weil ich keinen Wohnwagen habe. Aber ich weiß, da hast du ja auch nicht überall Steckdosen, wo du Lampen hinmachen kannst. Also mit Sicherheit sehr, sehr praktisch. Und Sie haben mit Sicherheit noch andere Anwendungsmöglichkeiten. Aber eins ist auch sicher, günstiger geht es bei uns im Programm nicht mehr. Mit diesem Licht UFO, ich bleibe bei der Zeichnung UFO, weil es irgendwie so ein bisschen basic aussieht. Aber für 10 Euro ist das ein Mega-Schnäppchen. Definitiv. Die Rundleuchte bestellen Sie mit der Bestellnummer NC3228 und die 569. Die dürfen Sie natürlich niemals vergessen, wenn Sie hier bei uns bei Pearl TV zuschauen. Gerade nicht in der 10-Euro-Überraschungsshow, denn nur damit bekommen Sie den TV-Sonderpreis. Jetzt gerade in dieser Sendung müssen wir aber sagen, solange der Vorrat reicht, weil wir haben hier immer für diese Sendung nur ganz begrenzte Kontingente. Also schnell sein lohnt sich. Und wir machen auch schnell weiter, weil schnell sein lohnt sich ja. Ja? Jetzt bin ich gefragt. Oh, das sieht nach Schmuck aus. Von der Größe her Schmuck. Schmuck wäre schön. Schmuck für Tisch. Oder Schmuck für Küche. Ja, okay, kein Schmuck. Würde komisch aussehen, wenn du das um den Hals hängen hättest. Aber sieht Flaschenverschluss. Gut aus. Nein. Es ist etwas ganz Süßes. Oh. Tischschmuck, kann ich dran so sagen. So. Das ist wirklich süß. Und zwar ist das eine Mini-Salz- bzw. Pfeffermühle aus Edelstahl mit einem Keramikmalwerk. Also das ist manuell. Aber es ist ein Dreier-Set. Das finde ich ja schön. Also da was machst du rein? Salz, Pfeffer, vielleicht dunklen Pfeffer, schwarzen Pfeffer, weißen Pfeffer und Salz. Und das jetzt, ich bin wieder im Camping. Weißt du warum? Weil beim Camping spielt Platz und Gewicht eine Riesenrolle. Da kann man sowas auch mal mitnehmen. Man muss ja im Camping nicht auf Komfort verzichten. Und man muss auch nicht beim Camping auf Qualität verzichten. Und auf die ist ja hier geachtet worden mit diesem Keramikmalwerk. Ne? Also ich finde das so süß. Ich finde das ja auch schon zu Hause so schön, wenn du zum Beispiel den Frühstückstisch deckst, ne? Und du hast irgendwie Eierspeisen vorbereitet. Da brauchst du ja auch, also ich brauche für mein Ei immer Salz und dann stellst du das einfach so auf den Frühstückstisch. Das sieht ja total süß jeder aus. Du, hier schreibt uns die Katja auch was ganz Interessantes. Katja kommt aus Eitorf. Sie schreibt uns, auf Reisen eigentlich unverzichtbar, wenn man nicht unbedingt die unhygienischen von 1000 anderen angefassten Streuer benutzen möchte. Da hat sie auch recht. Also man weiß ja nie, wer hat den Streuer vorher in der Hand gehabt, wenn der irgendwo auf dem Frühstückstisch. Und sowas kannst du mal im Handtäschchen mitnehmen und dann hast du eben dein Salz oder dein Pfeffer zum Frühstücksei zum Beispiel im Hotel. Und das auf hygienische Art und Weise. Also wirklich toll. Aaron aus Hamburg schreibt uns, diese Streuer sind leicht zu gebrauchen, sehen edel aus, passen garantiert auf jede Tafel. Für diesen Preis nicht zu schlagen, sehr empfehlenswert. Und er hat wahrscheinlich sogar den normalen Preis bezahlt und nicht diesen unglaublichen Sonderpreis. 3 Stück für 10 Euro, Wahnsinn.
unglaublich gut. Auch gerade, wenn du es in der Handtasche mit dabei hast, dann kannst du zum Beispiel auch mal dein exklusives Himalaya-Salz dann auspacken im Restaurant, wenn du nicht unbedingt dieses übliche Speisesalz haben willst. Also für Gourmets ist das ja auch eine sehr schöne Art und Weise, unterwegs mal seine Lieblingsgewürze zur Hand zu haben. Salz und Pfeffer gehören ja so zum Standardrepertoire, aber mit dem dritten können Sie dann auch noch mal würzen, und zwar das Liebste. So, die Bestellnummer ist die NX5995 und die 569. Nochmal, es ist ein Dreier-Set, Gewürzmühlen, Acrylglas, Edelstahl, Keramik, Mahlwerk. Also wirklich toll. Und bei Keramikmahlwerk kannst du auch problemlos über die Körnung einstellen, wie fein oder wie grob das eben gemahlen sein soll. Unglaublich günstig, aber es geht immer noch weiter. Hey, was war das jetzt? So richtig aggro. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, okay, was ist da los? Achso. Dankeschön. Ist das ein lustiges Produkt? Nein. Es ist was Leichtes auf jeden aber, Fall. Aber das macht Spaß, diesen Produkt natürlich. Mein Highlight, ja. Mein absolutes Highlight. Jetzt wird gemalt. Und jetzt sogar, oh, guck mal. Das bist du? Das bin ich, meine Brille wurde vergessen. Wer hat das gemacht? Irina. Das war sicher Irina. Unsere Kollegin. Also es ist natürlich eine LCD-Schreibtafel, aber das ist die Luxus Edition. Weißt du warum? Wieso? Weil das farbig malt. Wir haben viele, die sind schwarz-weiß, aber du siehst die Farbe drin. Ja? Und die ist, je nachdem, was du machst, hast du auch einen leichten Farbverlauf drin. Das ist die Luxusklasse. Und ich weiß ja, Sie wissen das mit Sicherheit auch, meine Enkel sind absolute Fans dieser Maltafeln. Jetzt traue ich mich nicht selber was drauf zu malen, weil das so schön gemalt ist. Jetzt löschen wir mal nicht, aber also egal in welchem Alter, Kinder lieben diese Tafeln. Da können die sich stundenlang damit beschäftigen. Und ich kann es Ihnen nur empfehlen für Kinder, aber ich glaube auch für Erwachsene als Einkaufsliste, To-Do-Liste, Merkzettel, als Schreibblock für Notizen, weil man langfristig viel Papier spart. Total, also schont auch die Umwelt und Sie müssen nicht immer Papier nachkaufen. Einfach so als Standard auf dem Küchentisch stehen haben oder in der Küchenschublade, dann haben Sie mal eben schnell was zur Hand, um Notizen zu nehmen. Oder neben dem Telefon, ob im Büro oder zu Hause, um da Gesprächsnotizen zu nehmen. Also das sollte man immer mal parat haben, so eine Möglichkeit, mal was aufzuschreiben. Und ich finde das ja auch viel, viel schöner, handschriftlich Dinge aufzuschreiben, als einfach nur im Handy oder so. Ja, ne? Also für Erwachsene ganz, ganz toll, aber für Kinder unentbehrlich. Wer mal eine lange Autofahrt, viele Eltern haben das ja, gehabt hat mit seinen Kindern, weiß, die wollen beschäftigt sein. So eine Tafel in die Hand drücken, jedem Kind bitte eine und dann wird gemalt. Restaurantbesuch mit kleinen Kindern, also ich sage jetzt mal so Vorschulalter, erste, zweite Klasse, Katastrophe. Die essen ihre Pommes mit Ketchup oder ihre Nudeln mit Soße, sind dann nach 10 Minuten fertig und dann kommt mir es langweilig. Ja, hiermit beschäftigst du dich auch in einem Restaurantbesuch und es macht einfach auch Spaß. Ja? In einem Restaurantbesuch oder auch unterwegs. Die Diana aus Neumark zum Beispiel, also nicht unsere Diana, hat geschrieben, es ist im Auto, in der Bahn oder im Flieger optimal als Zeitvertreib für Kinder und Erwachsene geeignet. Also ich glaube, da kommst du schon schnell in die Situation, dass du als Erwachsener da mal ganz schnell mitmalst, ne? Ja, und vor allem, es ist faszinierend. Dann gibt es mal Bilder, die gefallen, die bleiben eine Weile drauf. Und wenn es mal nicht gefällt, dann wird es einfach wieder gelöscht, dann wird wieder von vorne angefangen. Also ich finde es genial. Hier traue ich mich jetzt nicht zu löschen, weil das mit sehr viel Liebe gemacht ist. Könnte man auch jetzt als Kunstwerk an die Wand hängen. Aber nutzen Sie diese Gelegenheit. 10 Euro für so eine LCD-Schreibtafel. Wirklich genialer Preis. Den Preis gibt es für Sie mit der Bestellnummer NC7482 und der 569. Und das war's schon mit unserer 10-Euro-Überraschungsshow. Da war mit Sicherheit auch ein schönes Schnäppchen für Sie dabei, über das Sie sich gerade freuen dürfen. Bleiben Sie doch gerne bei uns, denn es geht spannend weiter. Und vielleicht lohnt es sich auch, die 150 Euro Bestellwert zu kommen für die kostenfreie Lieferung. Das ist unser Tipp am Rande. Ansonsten sehen wir uns gleich wieder.